Mir ist aufgefallen, dass der Zustand der Straßen gar nicht von den dem hier, wo es von Müllberge sind, ausschlaggebend ist, sondern halt von dem den Schneedeponien. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon angefangen habe, hier welche hinzuplatzieren. Ich glaube nämlich nicht. Das war, glaube ich, nur das. Irgendwas habe ich aber platziert. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Wir machen aber auf erstmal hier. Auf erstmal vor allem. Auf jeden Fall erstmal hier nochmal ein. Koppala, ein Garbage Center hin für dieses Gebiet. Dann sind die damit auch versorgt. Wo war jetzt nochmal Schnee? War nochmal die Schneeberge? War das bei Straßen? Ich weiß schon nicht mehr. Jawohl. Heißt so gesehen, wir machen jetzt für jedes Gebiet. Gucken wir, dass wir da so eine Abdeckung haben. Die Frage, ob es hier relevant ist, dann muss ich mal gleich gucken. Hier ist es auf jeden Fall relevant. Dann in. Dann. Machen wir es mal in diesem Gebiet. Dann muss das Gebiet halt mit. Wie nennt sich das gleich noch? Abgedeckt werden halt von. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. War blöd wegen der Nutzbarkeit und so weiter, aber hier, wir müssen hier gemacht, da drin sind ja diese, da können wir es höchstens hier platzieren, haben wir das Gebiet auch noch mal abgedeckt, dann wird noch dieses Gebiet hier oben fehlen, können wir vielleicht noch eine neue Straße da hinsetzen. Das habe ich nur benutzt. Ich glaube, das stinkt normal, kann das sein? Das können wir nicht machen. Das können wir auch nicht machen. Dann nehmen wir mal diesen Abschnitt einfach. Und platzieren die da oben. Egal, dass es da nicht geht. So. Wir sind noch mittlerweile, wir steigen auch wieder rasant. An Größe, wir steigen rasant an Größe. Wir bekommen mehr Leute wieder. Was war nochmal das Ziel? 85.000, ne? Ja. Also die Death Wave, die haben wir so gesehen durch. Das sind jetzt so ungefähr. Das sind ungefähr so viele krank, wie versorgt werden können. Gebiet sieht auch ganz gut aus, so von der Effizienz her. Abgesehen von hier oben. Aber das. Wollte ich gerade sagen, kann man eigentlich ignorieren, aber hier wäre das dann vielleicht doch ganz gut. Nochmal so was Kleines. Dann können wir zwei kleine nehmen. Einmal da, einmal da. Auch ein bisschen abgedeckt, dann sind wir jetzt bei 3,6 und dann haben wir jetzt mehr oder weniger im grünen Bereich, was das betrifft. Können wir gucken. So, die Frage, da ist so ein bisschen Erz, hier ist ganz viel Erz, hier werden wir das Erz aus der Erde holen, hier das Öl ist wahrscheinlich. Also hier wahrscheinlich eher das Öl und dann hier die Bäume.
glaube ich. Oder wollten wir hier können wir auch noch Bäume machen. Ich bin mir überlegen, ob ich dann. Vermutlich werde ich dann die. Wobei. Mal gucken. Prinzipiell gesehen könnten wir dann ja immer wieder nachschütten, was Öl und Erz betrifft. Von daher brauchen wir es, glaube ich, erstmal nicht betrachten. Wir könnten das Flussviertel natürlich noch in diese Richtung erweitern, aber der Bedarf ist halt gerade 0,0 da. Muss ich verstehen, dass so ein Commercial-Bedarf. Ach, wir haben hier keinen Commercial mehr gesetzt, deswegen. Okay. Ich verstehe. Oh Gott, wo sind wir jetzt? Viel zu weit, das Verpacken hat mich gedingst. Verwirrt. Ah! Prinzipiell können wir das in der Prinzip hier auch erweitern, dann komplett. Einfach so machen wir einfach mal, würde ich sagen. Haben wir den Bedarf zumindest schon mal ein bisschen gedeckt. Industriebedarf kommt scheinbar rein. Was dann nicht verkehrt ist, aber wir sind halt so gut bedient, dass wir das Ganze halt wieder komplett abdecken. Weil wir haben es so sehr abgedeckt, dass der Bedarf dann direkt wieder verschwindet. So formuliert macht das mehr Sinn. So. Und hier brauchen wir das auf jeden Fall auch noch. Das ist halt die Frage, wie weit reichen jetzt das die Verschmutzung hiervon ist. Okay, jetzt haben wir das Problem, dass ich hier rumspielen muss. Okay, so geht's dann jetzt doch. Wie wir sehen, sinkt der Bedarf, der Demand, der sinkt. Ach nö, das Mottenproblem schon wieder los. Die sind jetzt dieses Jahr noch größer geworden, läuft. Genauso schwer zu kriegen wie letztes Jahr. Das ist wieder belastend. Ja, der Bedarf, der sinkt. Mehr Gebäude kommen hier hin. Ist die Frage, haben die hier ein... Die haben ja keine Probleme, die Sachen wegzutransportieren, oder? Hier schon mal gut, oh Gott. Das Ding wird sich wahrscheinlich hier so lang schlängeln und auch mit dem anderen nach unten gehen. Ich würde fast sagen, dass das nächste Gebiet das hier wird. Und das hier. Können wir hier Gebäude hinsetzen, also hier wieder das übliche Wohnschema, mehr oder weniger. Was ist das übliche? Und dann können wir dieses ganze Gebiet hier dann langsam woanders hin entwickeln. Klingt jetzt auch wieder komisch. Mein Entscheider wollte ich nicht. Das sieht man jetzt leider nicht alles hier, schade. Ja. Hier versuchen wir nochmal so ein Strandgedöns hinzupacken. Haben wir noch einen Fluss? Ich dachte, das wäre auch ein Meer. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier kommt wahrscheinlich dann. Eventuell der Hafen. Wir werden sehen.
sichtbar gesehen kommt man ja nicht. Eigentlich können wir noch ein bisschen was erweitern, das ist halt nur die Frage, inwiefern wir können hier das Ganze ein bisschen. Vermutlich wird hier so eine Art Landstraße lang gehen. Schätze ich mal. Macht ja schon zumindest. Macht ja zumindest schon ein bisschen Sinn. Diese Straße geht dann hier lang, würde ich sagen. Was haben wir denn hier für eine Straße benutzt überhaupt? Vierspurige Straße mit dekorativen Gebäuden, Bäumen. Die wird dann hier anzufinden. Können wir die zumindest schon mal. Wenn wir das mal andeuten. Dass die hier so lang gehen soll. So in etwa zumindest. Und dann hier mehr oder weniger endet. Genauso wie die hier lang geht. In dem Fall hier endet und sich dann dran knüpft. An dem starken Bogen oder nicht? Das ist die Frage. Ich würde fast sagen, eher in so einem Bogen. Und dann können wir hier natürlich dann noch das Ganze natürlich dann ein bisschen anpassen. Machen wir den Mod, da haben wir den Mod. Hallo? Danke. Ich wollte eigentlich nur den Move-It-Mod haben. So nah sollte das sein. Okay, ist doch schon ein bisschen hügelig hier, sehe ich gerade erst. Also sehe ich jetzt erst. Dann können wir das ganze Prinzip wieder ein bisschen weiter hier in Richtung. Wir sind kurz vor der 85.000. Und dann hier wäre die Connection. Und der Rest wird dann innen drin auch wieder ausgefüllt. Höchstwahrscheinlich. Das geht kommt auch wieder ganz gut rein. Was haben wir denn hier? iMarket.com. Nicht schlecht, dass es auch dort so steht. Ich werde noch ein bisschen überlegen, inwieweit wir, vor allem wo wir halt ausweiten. Ausweiten, das ist auch jetzt wieder ein bisschen, inwiefern wir wohin expandieren. Und wie wir das machen. Die Öko-Supermärkte sind natürlich eher kleinere Dinger, ne? Wir könnten ja. Wie sehen die Industriegebiete aus? Das wäre jetzt auch interessant zu wissen, weil wir haben die ja. Okay, die sind natürlich ein bisschen verrußt durch. Okay, Rock and Spark ist aber auch kein neues, ne? Scheint ja nicht wirklich sich hoch zu leveln, weil muss von mehr Dienstleistung abgedeckt werden. Neues. Normal, ich weiß natürlich jetzt gerade nicht mehr, ob es auch Level 1er mit dabei waren von den grünen Ökologien. In meinem C-Manager gucken. So wahrscheinlich, oh Gott. So war es richtig.
Okay, vom Level 1er sind auch schon welche mit dabei. Ah ne, das sind ja die normalen, das sind ja nicht die Öko. Das geht erst ab Level 3 los. Heißt, das sind Sachen, die man auf Level 3 pushen müsste. Da ist schon noch ein bisschen Arbeit. Oh, ich sehe gerade hier, das Gebiet muss noch erweitert werden. Dann erweitern wir das mal. Das dürfte noch zu dem hier gehören, oder? Haben wir da... Wir haben da... Okay. Nehmen wir das mal mit. Das war wahrscheinlich etwas zu groß. Passt. Dieses Gebiet, würde ich sagen, ist dann auch... mit dem IT-Cluster besehen. Haben wir da auch die IT-Gebäude. Verlieren wir sie jetzt zwar auch erstmal, aber das ist mehr oder weniger irrelevant. Wir haben jetzt auch gleich das nächste Level erreicht, was Leute betrifft. Was, wir sind gleich eine Megalopolis. Haben wir sehr viel Spaß, sehr viel Spielraum, haben wir den kompletten Spielraum, den wir brauchen. Ich wollte gerade sagen. Nice. Haben wir das auch erreicht? Dann wollen wir uns mal ein bisschen erweitern. Dieses Gebiet wollen wir dann zuerst vollständig haben. Simulated City, okay. Dann das Gebiet brauchen wir auch noch. Dann können wir das hier auch dann anpassen. Das ist halt die Frage. Ist halt echt die Frage, wie würde ich jetzt weiterverfahren? Ob wir jetzt hier Richtung Hafen gehen? Könnte man schon machen, oder? Aber erst nochmal dieses, dann haben wir das Gebiet auch und dann können wir hier die beiden Gebiete für den Hafen kaufen. Ich meine, das Geld, das haben wir ja. Weil wir haben jetzt bisher nur zwei Anschlüsse. Okay, eigentlich haben wir drei Anschlüsse. Wir können dann vielleicht auch nochmal hier Richtung Autobahn gehen, dann noch mit einem Kreuz eröffnen. Hier Industrie machen, dort Industrie, hier Industrie, zumindest ein bisschen. Ja. Dann haben wir ja wieder jede Menge zu bebauen. Und wir sollten uns um den Kram hier kümmern. Sprich, eine Linie. Das Problem ist, wenn wir dieses Gebiet hier erweitern oder ändern, dann müssen wir halt erstmal vielleicht eine Linie hier rüber irgendwie laufen lassen. Eine Straßenbahn. Oder ein paar mehr. Und wir müssen das Metronetz weiter ausbauen.